Und jetzt gehen wir mal hier runter und versuchen mal die Brücke zu senken. Ich habe echt Angst, dass die Platte bald vollläuft. So. Schwupp dich. Dreh die Scheiben. Habt ihr was im Auge? Dreh die Scheiben, um den Brückenmechanismus darunter zu steuern. Setzt du alle Brückenteile in der richtigen Abfolge ein, wird die Brücke angehoben. Okay, ich fange mal mit der hier an. Ich hasse solche Spiele. Hui, warum drehen sich jetzt alle? Ich verstehe es nicht. Ich hasse diese Art von Spielen. Ich hasse sie so sehr. Ich will das ohne Tipp durchspielen. Ich will auch ohne Lösen durchspielen. Ist das oben oder unten? Das ist oben, okay. Ich hasse diese Spiele. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Es gibt auch keinen Reset-Knopf oder so, ne? Nein, es gibt keinen Knopf zum Zurückstellen. Okay. Das ist oben. Jo, fertig. Es wäre so schön. Aber leider. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Sorte von Spiele hasse? Leck mich doch am Arsch, leck mich am Arsch. Ich drück gleich auf Lösen. Ich kotze das einfach an, diese Art von Spielen. Hier drehe ich das so hin und dann drehe ich das irgendwie so hin. So, theoretisch wäre es fast fertig, wenn das jetzt alles nochmal ein bisschen gedreht wäre. Nein, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Es ist ganz knapp. Und dieser komische Typ, der da oben im Schloss wohnt, macht jedes Mal erstmal dieses Minispiel, bevor der überhaupt nach Hause kommt. Da wäre noch ein Schlüssel lieber. Oder ein Geheimcode mit irgendwelchen Zahlen zum Eintippen, aber doch nicht jedes Mal diesen Scheiß hier zu machen. Wie ätzend. Kommst nach Hause, bist voll verhungert.
Ja, 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 ja. Oh, Gott sei Dank, ist das nicht pixelgenau. Gott sei Dank, zum Seitentunnel. Ich freue mich. Oh, hurra. There's the way out. Whitmarsh's mansion awaits. Ja, ja, vielleicht, wenn der hier nicht wieder ein cleveres Schloss eingebaut hat. Ach, diese Glasscherbe können wir mitnehmen. Alle anderen sind zu scharf, aber diese ist optimal. Im Handgebrauch, der Form eines Rabenkopfes. Steck doch mal deinen scheiß Krähenkopf da rein, Oma. Mann, das Rätsel hat mich gerade geärgert. So. Huch. Unendlichkeit soll man finden. Na, Glückwunsch. Ich war schon immer auf der Suche nach der Unendlichkeit und wollte sie in mein Leben integrieren, aber leider... Naja, da haben wir die Unendlichkeit. Augenklappe, Weintrauben, Rabenkopf. Da ist die Weintraube. Und wir wissen schon, was wir kriegen. Wir kriegen wahrscheinlich einen Rabenkopf. Ich sehe hier gerade momentan, da ist der Rabenkopf. Kelchfederhand. Kelchfederhand. Karte, Hornring. Da ist ein Horn. Brennende Kerze und Asche. Streichhölzer machen bestimmt irgendwie Asche. Augenklappe. Habe ich doch auch schon gesehen. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Hm. Ah, Kerze anzünden. Natürlich, die Kerze anzünden. Ritsche, ratsche. Kerze angezündet. Die Kerze brennt aber ziemlich laut für eine Kerze. So, da ist die Karte. Ein Ring. Das hier ist kein Ring, das ist die Witcher-Werbung. Das hier ist auch kein Ring. Achso, brennende Kerze war das, okay. Ich dachte, da kann ich jetzt Asche machen damit. Augenklappe. Habe ich hier eine Urne oder irgendwas? Ach, das war die Hand. Kelch und Feder. Er war aber ein Handabdruck, keine Hand. Kelch und Feder. Bumpf. Geht nicht. Kelch und Feder. Augenklappe. Ich habe die Augenklappe doch gesehen. Jetzt sehe ich die irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Ist weg jetzt. Einfach weg. Da ist die Feder. Kelchring. Siehst du den Kelch oder den Ring hier irgendwo? Sag doch mal Bescheid. Am besten direkt jetzt. Den Kelch habe ich schon gefunden. Dankeschön. Brauchst du nicht mehr schreiben. Aber jetzt vielleicht den Ring und die Augenklappe. Die Augenklappe habe ich schon gesehen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr wo. Das sind alles Kerzenhalter. Rubine brauchen wir nicht mitnehmen. Lässt man aber ganz selbstlos liegen. Ach, hier ist noch eine Urne. Ich sagte, ich brauche eine Urne. Und da ist noch der Ring. Augenklappe. Das hier ist keine Augenklappe, nein. Wo habe ich die Augenklappe denn gesehen? Wo ich mir noch dachte, huch, eine Augenklappe. Oder dachte ich das bei diesen komischen Kerzenhaltern hier überall? Ich weiß es nicht. Der Scheiß bringt mich aus dem Gleichgewicht. Augenklappe, 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 Augenklappe. Augenklappe, 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 Augenklappe. Krieg gleich Augenklappe. Augenklappe, Augenklappe. Hat der hier eine Augenklappe? Nein. Ah, die ist auch nicht versteckt. Die müsste ja öffentlich sein hier. Wieso sehe ich die nicht mehr? Wo ist sie denn? Was steht denn da hinten? Guest. Das X brauchen wir nicht. Das ist ein Stern, das ist eine Ratte. Alles zum Ablenken, weil ich die Augenklappe gerade nicht finde. Das sieht aus wie ein Abfluss. Motte, Mistkäfer, Lupe, eine Rose, ein Buch, ein Haus, irgendein Geschnörkel.
Augenklappe? Hallo? Ich klicke mal die ganzen Kerzendinger ab, weil das wäre prädestiniert für ein Versteck der Augenklappe, aber offenbar... Eine Augenklappe? Ich denke jetzt an so ein Piratending, so ein schwarzes. Das da oben ist auch eine Flieger-Matchfleck. Siehst du die Augenklappe? Bin ich blind? Was ein bisschen eine, was einer gewissen Ironie nicht entbehrt, möchte ich sagen. Oh, hier Schatten auf meinem Gesicht. Weil da so eine Lampe steht. Hab nur rumgeklickt, keine Ahnung. War, ja, die Augenklappe, genau, die war's. Ja, ja, da habe ich schon vorher geplant, dass die da, da ist auf jeden Fall. So, Rabenkopf und... Schlossteil, natürlich. Oh nein! He's gone. This is my chance to search the mansion unnoticed. Und abermals frage ich mich, auch wenn man Bösewicht ist und pipapo, wer will denn so wohnen? Wer will denn das? Ganz ehrlich, wer will denn... Von dieser Seite aus kann ich nichts erkennen. Mhm. Ja, von dieser Seite aus kann ich nichts erkennen. Das ist total schön. Ich klicke doch hier drauf. Wie, du kannst nichts erkennen? Du stehst doch genau davor. Wieso kannst du nichts erkennen? Aha. Ach so, deswegen. Die braucht einen Spiegel, um das Ding von außen aufzumachen. Auszeichnung freigeschaltet, das Rabennest. Kann man da noch... Ach so, nee, zurück will ich ja nicht. Kommt er jedes Mal aus so einer Krypta rausgeklettert. Wie umständlich der Typ wohnt. Das ist einfach so nervig. Und der Bauchnabel. Das Symbol ist unvollständig. Einige Federn fehlen. So, 20 von 30 Schmetterlingen. Haben wir noch irgendwas Altertümliches, was neu wird? Ja. Blitzmerker. 30 von 30 Illusionsobjekte. Wir haben sie alle gefunden. Ein Schloss. Einige Stücke der Scheibe fehlen. Gut, wir haben ja momentan wieder gar nichts dabei. Das ist schon mal ganz gut. Hinter das Anwesen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir einfach reinkämen. Mhm. Zwei Statuetten fehlen. Ne? Ich, Gott sei Dank. Ach, so geht das. Bewegt sich kein Millimeter, an dem Schloss fehlt der zweite Flügel. Natürlich, aber wir haben noch hier so einen schönen Handschuh. Den Handschuh nehmen wir mal mit und dann... Achso, nein, da wollte ich... Da wollte ich gar nicht rein, ich wollte hier vielleicht mal... Warum? Ich kann es aktuell mit bloßen Händen nicht einsammeln oder der Stromschlag tötet mich. Na, zum Glück haben wir ja den Handschuh dabei, den wir gerade gefunden haben. Da leuchtet was. Durch den Schlitz blinkt ein dämmeriges Licht. Hätte ich doch nur was Dünnes, um die Abdeckung aufzuhebeln. Und da ist auch noch was. Der Rabe hat was gehalten. Es hat die Form eines Tropfens. Ich würde sagen, es ist ein Tropfen. Okay. Statuetten. Ob sich etwas in dem Wasserfall befindet, solange dieser strömt, ist es zu gefährlich, dies zu überprüfen. Hier kriegen wir nichts. Die Wurzeln bedecken das komplette Gebäude. Wie komme ich hinein? Todbringer. Achso, wir haben den Flügelgriff. Haben wir jetzt. Dann können wir mal ganz kurz vielleicht durch den Keller einsteigen. Wahrscheinlich nicht.
Natürlich ist im Keller nur ein Wimmelbild und man kommt nicht in das Anwesen. Es ist nur ein einziger Kellerraum, der von außen begehbar ist, was total logisch ist. So, Schreibmaschine und Kronleuchter. Ich sehe hier wieder gar nichts. Gargoyle und Teppich. Alter, ist hier viel Gekrempel. Schirmpuppe, Sense. Puppe? Nein, keine Puppe. Todbringer. Naja, immerhin haben wir den Todbringer. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Katze und Stab. Perücke haben wir. Hat eine Statue von sich selbst im Keller. Das ist ja ganz normal. Wer hat das nicht? Kelch, Katze, Stab. Das ist der Stab? Ja, den Stab haben wir. Wir haben ein Objekt, ein normales. Katze, Stab. Nein, den Stab haben wir, ja. Katze. Kelch, Schirmpuppe, Sense. Das ist die Sense. Mysteriöse Musik. Schreibmaschine, Kronleuchter. Ein Gargoyle, sich da ist ein Gargoyle. Schreibmaschine, Kronleuchter. Hier ist ein Hartz-IV-Kronleuchter. Geht nicht. Schreibmaschine, Kronleuchter. Schreibmaschine. Kronleuchter. Teppich, Schirm, Puppe. Teppich, 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 Schirm, Puppe. Das ist keine Puppe, das ist eine eiserne Jungfrau. Teppich. Einen Schirm. Hier ist ein Engel. Ist das ein Knopf? Nee. Schirmpuppe, Kelch. Ach, da ist die Puppe. Habe ich schon 10.000 Mal angeguckt und komme nicht darauf, dass es eine Puppe ist, wie immer. Schirm und Kelch. Ein Schirm. Ein Schirm. Wo ist der Schirm? Und wo ist der Kelch? Ah, das ist der Kelch. Ah, okay, das ist der Kelch. Fehlt nur noch der Schirm. Der muss in der Nähe von Charme und Melone sein. Kennt das noch jemand? Ich persönlich gar nicht mehr, nur vom Namen her. Schirm, 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 Schirm. Sieht ja irgendwas aus wie ein Schirm. Das sind Schuhe oder Stiefel? Ach, Schirm. Juhu, Todbringer. Wir haben einen Todbringer und einen Todbringer. Ich wette, die kommen jetzt hier drauf. Ich wünschte, ich könnte mich freuen, aber... Orte die Statuen anhand der Geschenke zu, die sie halten. Geschenke? Geschenke, ein Totenschädel, eine Schlange, Happy Birthday to you, hier ist ein Totenschädel. Du kannst eine Statue nur an eine freie Stelle entlang dazu... Was heißt denn jetzt anordnen? Das verstehe ich nicht. Orte die Statuen anhand der Geschenke zu, die sie halten. Also jetzt mal, wie soll ich die denn zuordnen? Wir haben hier zum Beispiel einen Raben. Ein Rabe, das könnte auf ein Tiermotiv hindeuten. Aber womit ist diese Statue verbunden? Die hat einen Knochen. Herz und Knochen. Ah, die muss also einfach nur daneben stehen. Aber wie kann ich den denn jetzt verschieben? Ah, okay. Der hat Schwerter, der braucht eine Waffe. So. Der hat einen schönen fetten Kelch. Ach so. Um...
Ein Tiermotiv. Mist. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Die beiden stehen richtig. Da muss ein Tiermotiv hin. Ach, da kann er gar nicht hin. So. Jetzt müssen die beiden nur irgendwie ihre Plätze tauschen. Und fertig. Ja. Oh, hau ich mir vor Freude das Mikrofon gegen das Kinn. Wow. Wir kriegen einen Bluttropfen. Wow, das ist ach so, Bluttropfen, natürlich hier ein Tropfen. Daraufhin öffnet sich voller Logik dieses Ding da hinten und wir kriegen eine Metallstange und eine Holzfeder. Na super. Mit der Metallstange kommen wir doch da bestimmt rein. Elektronisch. Ich muss sie durch einen Kurzschluss. Ah, hier. In die Höhle. It's the Simpsons camper. How did it get here? And my car. Among dozens of others.